Hallo. Ja, wir sind in Dänemark. Wir haben ja schon die zweite Tour angenommen beim letzten Mal und schon angesattelt und eigentlich startklar für die zweite Etappe Richtung Erkundung von Dänemark. Wir stehen in Esbjerg und fahren einmal hier nach oben nach Frederikshavn. Von da aus dann nach da und nach da und dann wieder nach da und wunderbar. Ich würde sagen, wir fahren einfach los, oder? So. Schauen wir mal. Genau, den Spielcontainer haben wir. Was waren das? Das waren irgendwie Auspuffteile, ne? Abgassysteme. Nö, das kann doch irgendwas anderes sein für die Gebäude, irgendwelche. Ne? Ich glaube, hier gibt es Lichtpflicht. In denen sein mag. Also fahren wir mal mit Licht. So. Ach schön, guck mal, haben wir morgens um gut vor 9. Die Sonne scheint, Wetter ist schön. Geil. Ich freue mich richtig. Also ich glaube, Dänemark, Dingsbums, hier macht Spaß. Aber Dänemark, glaube ich, hat ja nicht so viele Länder, ne? Auf jeden Fall haben wir hier haufenweise Kilometer heute zu fahren. Und da bin ich mal gespannt, wie reibungslos wir die bewältigen können. Oder auch nicht, je nachdem. Gucken wir mal. Moin. So. Wir fahren hier schon mal zu schnell. Das ist schon mal gut. Ab hier können wir 80 fahren. Alles klar. 80 Landstraße bedeutet, wir kommen echt schnell voran. Und ich glaube, da vorne hätte irgendwie Autobahn weiter nachher, oder? Glaube ich. Ich weiß es doch auch nicht. So. Wir hatten Vorfahrt, Gott sei Dank. Ja, oh Gott, wir fahren jetzt schon 80. Gut. Okay, stimmt, wiegt ja auch nichts. Wir haben hier 7 Tonnen mit immer ja nichts. Polaris Lines. Der geht wohl wieder an den Fährhafen, möchte ich meinen. Oh, Junge! Ah, an die Kreuzung kann ich mich erinnern. Weil hier hatte ich schon mal einen Zwischenfall, glaube ich, denke ich. Okay, hier ist irgendwie nur Jagdkinder unterwegs. Da kommt die Ala-Butter und so was her. Ja. Landschaftstechnisch, glaube ich, nimmt sich das hier nicht viel mehr wie mit Norddeutschland, oder? Möchte ich jetzt behaupten. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fahren wir hier erstmal schön stramm entlang. Und gucken, ob wir hier was. Ah, da ist ein Mähdrescher. Die sind hier voll in der Ernte. Wenn der jetzt noch fahren würde, wäre noch cooler. Aber naja. Zurück auf die Spur, weiterfahren. Ey, der wollte gerade überholen. Habt ihr das gesehen? Der ist voll hinter mir gefahren. Sind hier Baustelle? Nein. Was ist denn, wenn ich hier fahre? Okay, kostet Geld. Weil da die Bullen. Au, die haben aber sehr auffällige Polizeiwagen. Alles gut, dann haben wir die Frage auch geklärt vom letzten Mal. Gut, ihr seht da Bescheid. Die fahren hier Volvos, so silberweiße. Okay. 350 Euro fand ich jetzt nicht so schlimm. Gut zu wissen. Rote Ampeln sind hier nicht so teuer. Ganz kaputt, Junge. Machst denn du da?
ja. Oh, guck mal hier. Einfach voll die gerade Straße. Soweit du gucken kannst. Da, das ist supi. Ja, wir haben auch noch ordentlich ein Stück zu fahren hier. Wir können ja mal kurz auf. Oh, oh, wir sind ja gut vorwärts gekommen. Guck mal. Guck, guck, guck. Schön. Sind hier unter Wasser oder was? Okay. Das hier wird eine Ortschaft sein, wahrscheinlich. Ne, cool, Mensch. Da kommen wir noch ordentlich rum hier. Betrieb. Überall mit Acker rum. Und oh, hätte ja gerade fast geklappt, Junge. Hätte ich die Karre auf der Seite legt, weg, aber ein bisschen bockig. Ich weiß nicht, warum hier nur 50 sind. Genau. Dann fahren wir hier mal rum. Jutti. Och geil, da langfahren, wo man noch ja nicht war, gefällt mir immer. Gerade hier oben, irgendwie sieht es hier so entspannt und so ruhig. Was haben die denn hier gemacht? Folie oder nur ein blaues Netz? Okay, in Folie eingewickelt. Naja, gut. Naja, gut. Wenn ihr das so macht, dann macht ihr das so. Kann ja mal passieren. So, wir wollen hier rum. Der hämmert da lang, da muss eine Autobahn sein, oder? Nee. Hä? Doch. Nee, eine Straße neben der Straße und in der Mitte Eisenbahn. Blitzer! Oh, Alter, das dachte ich schon. Werden sie auch richtig bedanken hinter mir. Scheiß Touristen hier ständig Bilder machen, ekelhaft. Haha. So. Ich hab beim letzten Mal, wo wir in der Werkstatt waren, nämlich vergessen, den Bordcomputer wieder umzuschalten auf Kraftstoffreichweite. Was mir gerade auffällt, weil ich schon lange nicht mehr gesehen habe, DeLorean, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, im ATS wartet. Mann, hier, Kollision, Mauer, Scheiße. Ah! So. Wenn ihr die alten Spiegel- und Navi-Dinger einschaltet, hast du mal. Keine Hand am Lenkrad, Schrägstrich, Joystick. Das kann zu Turbulenzen führen. Okay, du fährst mit 10 km/h an den Bullen vorbei, also 10 km/h zu schnell. Die juckt hier einfach ja nicht. Die sind hier einfach tief entspannt anscheinend. Gut. Dann weitermachen. Ich muss
muss mal meine Nudeln kurz umrühren hier. Alter, der geht doch gleich wieder eine Hose. Ah. Boah, das riecht so geil. Kriegt noch mehr Hunger hier. Alter. Hm. Schön die Instant-Nudeln aufgekocht. Das war total komisch. Also das war hier irgendwie so eine... Ja, wissen ja, der Lehrling verpackt oder so. Erstmal war der Beipackbeutel innen drinne an die äußeren verpressten Verschlüsse mit festgepresst. Dann war in dem Verschlussbeutel, der genauso gewesen, die ganzen kleinen Beutel, da hast du ja hier diese... Na, eigentlich sind auch bloß Chemie-Scheiße, den olle Geschmackpulver und die Kräuter und das Fett und das alles. Da war auch ein Beutel mit dem anderen zusammengeschweißt und da waren so ja zwei Trockenfleisch, Kräuter, Dinger mit drin. Also irgendwas war da komisch. Medial habe ich mehr von. Ja, und das habe ich hier gerade vor der Aufnahme angerührt. Und das stinkt hier jetzt so rum. Voll im Main, ich krieg da übelst Hunger von. Aber ist noch nicht fertig. Das hau ich mir hier schön in den Kiemen, wenn wir hier Feierabend gemacht haben. Wenn die Runde hier vorbei ist. Ja, ja. Ach geil, ich weiß auch nicht, irgendwie mag ich das hier richtig lang zu fahren. Lampenbügel, Junge! Hat er. Die kannst du schön lang ballern über die Landstraße hier, das interessiert ja keinen. Der vorn fährt nämlich auch deutlich schneller als erlaubt. Wir kommen nicht ran an den. Geil. Schön innen dran langzimmern hier. 124 Kilometer noch. Easy. Der blinkt. Oder ist Polizei. Oh, jetzt haben wir die vor uns. Oh, nö. Ja, die fahren bestimmt schneller als wir, hoffentlich. Ich hoffe so. Wo sind wir denn? Oh, wir sind ja schon da unter Wasser, theoretisch. Alter, der geht aber fix. Wann waren wir noch hier? Dann sind wir gleich da. Ich hätte ja fast gedacht, das ist ein bisschen langwierig, Alter. Na, guck mal, Dänemark ist... Alter, wir sind ja schon hier oben. Das geht schnell. Ich muss aber ehrlich sagen, das freut mich. Hat man so ein produktives Gefühl. Also man hat das Gefühl. War ich nicht gerade ein Mähdrescher? Bin ich jetzt bescheuert? Da ist er doch. Ja, fahr mir doch einen Kofferraum rin. Soll ich den mitnehmen? Hakt ihr ein. Kein Problem. Guck mal, der fährt so, ja. Der dreht um. Ich kann auch rufen. Kommt mal klar. Na heiß. Vielen Dank. Ich dachte, die sind hier ein bisschen stressfreier hier oben, aber denkst du, Pustekuchen. Ich hätte echt gerechnet, die hätten hier eine etwas... ruhigere Mentalität. Ist ja im Norden von... Alter. Im Norden von Deutschland ist es ja schon so. Aber hier hätte ich ja noch mehr mit gerechnet. Anscheinend nicht so. Oder das sind halt auch Deutsche hinter mir. Die drängeln halt auch da, wo sie nicht zu Hause sind. Weil die könnten ja eh eine Minute später kommen, wie das Navi sagt. Und das geht aber ja nicht. Das ist definitiv nicht vereinbar mit sämtlichen anderen Regeln. Geil hier. Da wechselt die Treide direkt am Meer. Schon ein bisschen cool.
voll schön hier. Werde ich mir da wahrscheinlich alle wieder entscheiden können, welche Bild ich denn nun nehmen werde. Und das wird wahrscheinlich wieder eins werden, wo ich ja zum Schluss mir denke, ja, alle anderen sind für die Katz, das sind eigentlich brauchbare. Mhm. So wird es bekommen, denke ich mir. Oh ja. Piu. Wupp. Wir sind gleich da. Hier haben sie alles, ne? Und so kurz hintereinander. Eben gerade war noch Wasser, Felder und hier ist der Wald. Geil. Einfach geil. Bleibt da stehen, oder? Ja, besser ist. Ja, ich glaube, ich habe das vorhin beschlossen. Wenn wir diesen LKW abgeben, dann gucken wir höchstwahrscheinlich einen Volvo, einen neuen. Einen FH16 oder wie die heißen. Oder was? Aber guck mal, wir hatten schon Scania. MAN hatten wir. Dann hatten wir jetzt Mercedes. Okay, Volvo hatten wir auch schon, aber da waren alles alte Gurken. Was hatten wir noch? Wir hatten DAF. Ey! Hatten wir eigentlich schon neun DAF gehabt? Nee, ne? Das könnte man eigentlich auch nochmal machen. Viele amerikanische LKWs hatten wir gehabt. Jo. Also haben wir theoretisch noch genug Potenzial für die ganzen neuen europäischen. Also wir können ja mal nochmal einen DAF kaufen und einen großen Volvo kaufen. Hm, was hat man noch nicht? Mercedes hätte ich theoretisch echt Bock auf einen MP5, wenn es ihn gibt, der gut ist. Wobei, wenn das hier mit diesem überstrahlten jetzt normal ist, dann würde der theoretisch auch gehen. Aber Mercedes haben wir ja gerade schon. Ja, dann würden wir erstmal... Oh, wir sind gleich da. Alter, das war aber jetzt ganz schön knapp. So, jetzt bin ich wieder auf Kurs, jetzt bin ich auch wieder erreichbar. Bremsen. Zeig mal die Karte. Können wir hier was erkunden? Niet. Ja, nicht. Gut, dann liefern wir das hier ab. Was sagt die Uhrzeit? Mal gucken, vielleicht kriegen wir eine Fracht nach da und dann von da nach da und dann von hier nach da und dann wäre ich wunschlos glücklich. Oder wir fahren da noch rüber, mal sehen. Erstmal abladen. Fand ich gerade voll schön da am Meer mit dem Schiff im Hintergrund und ja. Alter, jetzt kommen wir hier voll in den Betriebsstau drin, ne? Ganz schön was los hier.
Junge, Junge. Hallo. Okay, auf den Geräten steht ja nichts. So, wo müssen wir denn hin? Ey! Nicht immer total bremsen, Leute. Einfach fahren, ist ja nicht schlimm. Guck mal, ist ja grün. Hallo, hallo. Hallo? Hallo? Was ist denn hier mit euch? Ja, na geht doch. Da muss der Deutsche jetzt wieder kommen und hupen, ne? Ist klar. Guck mal, ich will hier bloß rum. Danach könnt ihr doch wieder machen, was ihr wollt. Und tu euch doch nichts. So. Wo muss ich hin? Hier auf den Hof? Ja, auf den Hof. Okay. Doch richtig gesehen. Hallo. Alter, jetzt ist aber doll hell. Alter, guck mal, wie das überstrahlt. Ist hier gerade ein Neutronenstern in der Luft gegangen oder was ist das hier? Junge. Schon wieder. Irgendwas ist da nie richtig. So, 7000 Dinger und ein paar Punkte. So, wollen wir mal spaßeshalber gucken. Ich würde ja gerne nach Hirtshall. Nö, die haben von hier aus ja nichts. Dann gucken wir einfach mal, weil wir stehen ja da, wo wir sind, in Friedrichshafen. Hirtshall oder Alsborg. Nicht. Nicht. Okay, da fahren wir da so hin. Das ist gar kein Problem. Dann fahren wir immer noch da. Und vielleicht haben die ja da Fracht für uns, die uns weiterhilft. Guck mal, das sind nochmal 70 Kilometer. Wir müssen hier raus. Die fahren wir jetzt einfach noch. Gott sei Dank war die Ampel gerade grün. Die ist hier rot. Ui, 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 ui. Und dann schauen wir mal weiter. Kriegen wir da alles hin. Wenn nicht, dann kriegen wir, wenn wir Glück haben, so ja, einen Auftrag nach... Na, wie heißt denn das? Nach Odense. Genau, Odense. Heißt das so? Wenn wir da sind, dann können wir über Aalborg dahin fahren. So ist mein Plan. Und ich hoffe, der geht auf. Alter, was ein Verkehr. Wir hätten schon wieder mega Glück gehabt. Jetzt kriegen wir hier wahrscheinlich, dauerhafte Wackelattacke, oder? Du bist ja seekrank in der Hütte. Ah. Ist ja nicht mal so cool, ey. Blub, 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 blub. Guck dir das an. Schön rumgeschwabbel. Kann doch nicht wahr sein. Das ist aber nicht richtig.
Da müssen die Physik-Mod-Macher noch mal rüber, glaube ich. Okay, wird doch nicht besser, wenn man schneller fährt. Oh, das ist nicht gut. Ist er noch döller wie beim MAN? Erstaunlich, aber. Aber hey, wir sind gleich da. Boah, da kam er richtig dahinter. Was war das denn? Wir sollten ja gerade alleine beschleunigt. War da noch der Tempomat aktiv? Ach stimmt, ich hatte nicht gebremst, ja. Das macht natürlich Sinn. Ihr traut euch nicht, oder? Einfach rauffahren. Die halten schon an. Guck, ich habe euch geholfen. Geil, schön. Alter, wenn du jetzt volle Kanne auf Klo musst und pinkeln musst, ne? Wenn der dich hier durchschüttelt, das ist aber lustig. Dann fängt er an zu schäumen in der Blase da. Steckst du aus mit Parkinson? Krieg dir den Wackelkopf an hier von C3PO. Ming, 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 ming. Also an der Straße liegt das nicht. Alter, der fährt doch fast 90. Bam, bam, bam. Oh, wir müssen schlafen, Alter. Wir haben nur noch... Das war gerade mega merkwürdig. Ich hatte ja kein Tempomat drin und der war auf 90 volle Kanne eingestellt. Ich habe das erst losgelassen und der ist einfach weitergefahren. Dann war das der doch vorhin komisch irgendwie. Wir sollten tanken und schlafen, glaube ich. Oder? Oder so eine Werkstatt. Ne, wir fahren erstmal tanken. ...1,41. Oh, hier ist wieder schön teuer. Das ist ja toll. Ja, dann würde ich mal gucken, wenn wir hier voll getankt haben. So, fahrzeittechnisch haben wir noch 4 Stunden. Gibt es hier einen Auftrag für uns? Ich würde gerne nach Aalborg fahren. Nö. Verdammt. Komm, dann nehmen wir aber schlafen. Guck mal, ist schon gleich 4. Navi. Navi. Hier können wir nicht pennen, ne? So, dann nehme ich hier mal die Route raus, so. Und dann fahren wir in die Werkstatt. Da können wir ja schlafen. Die war ja hier hinten. Dann schütteln wir uns hier ordentlich ihn ab. Da vorne ist die Werkstatt. Dann haben wir die nämlich auch erkundet, mehr oder weniger. Ist den allein. Da nehmen wir so gleich noch eine Firma. Und hier ist ein alter Bunker. Geil, guck mal. Das ist ja ein bisschen geil. Genau an der Küste, am Meer. Auch schön. Nicht vorbeifahren. Komm, Junge, mach Kette.
Außendröschkasten und eine Runde pennen. Wenn wir wach werden, ist mitten in der Nacht, ne? Ja, Harry Potter hat Geld verdient, aber wir sollten eigentlich mal auch langsam zur Ruhe kommen. Wir haben schon 200.000 auf dem Konto und Kenneth hat auch nochmal Geld verdient. Komm, wir schlafen einfach nochmal. Haben wir wieder schön morgens. Alter. Hier, mit Schlafen. Einfach mal 20.000 verdient. Also wir nicht, aber uns Angestellten. Das ist ja voll geil, oder nicht? So, im Level ist wahrscheinlich keiner aufgestiegen. Gucke ich jetzt mal nicht nach. Sondern ich würde echt gerne von hier aus nach Aalborg fahren wollen. Oh! 4 Minuten, schaffen wir das? Wenn wir ganz schnell sind. Bitte, lieber Gott. Ja. Den nehmen wir so, wie er ist. Vorwärts. Also, das war aber. Also, das war. Also, ne? War knapp sein Vater, Junge. Mann, ist das geil. So, da fahren wir nämlich beim nächsten Mal hin. Also knapper geht's ja wohl mal ja nicht. Gott sei Dank war das direkt um die Ecke, sonst hätte ich mir echt geärgert. Das hat wieder alles richtig gut geklappt und gepasst und ha, schön. Wenn am schönsten ist, soll man noch aufhören, ne? Also. Beim nächsten Mal fahren wir nach Aalborg und dann geht es hoffentlich Richtung Süden von Dänemark weiter. Und momentan läuft alles so, wie ich die gerne haben wollen würde. Ich hoffe, das bleibt so. Also, bis zum nächsten Mal. Rini hauen.